senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve.
piano Easy Smart a canone zero anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Ich erinnere mich, als ob es heute gewesen wäre. Das klassische Lyzeum Berger, der erste Schultag um 9 Uhr morgens, Oktober 1954. Ich erinnere mich an das Gefühl, das ich hatte, während ich die wenigen Stufen zum Gymnasium hochging. Es war die Unschuld eines Enthusiasmus, einer Unschuld, die mich den verrückten Weg gegangen hat, hat gehen lassen, den Theologieunterricht im Seminar in Venigo nur aufzugeben, um an der Schule erneut die Bedingungen eines wirklichen Glaubens zu entdecken. Es sind die Worte von Don Giussani. Es enthüllt sich ihm, während er diese Anfänge an der Schule berichtete, was er in diesem genauen Moment sah, dass das Herz erfüllt war mit dem Glauben an Christus und dem Leben des Menschen. Diese Jugendlichen, die vergesslich waren, hörten von ihm. Das waren unsere Gedanken, unsere Gefühle, die uns gegenseitig erfüllten. Ich erinnere mich perfekt an den Moment, in dem ich die Schule betrat, wo ich dann die Bewegung begonnen habe. Es waren wie Fremde für mich und trotzdem liebte ich sie. Lieben, das heißt, eine Leidenschaft für die Bestimmung der Menschen zu haben. Herzlich willkommen zu dieser Begegnung über das pädagogische Genie von Don Giussani, das seinen Ursprung hat in diesen ersten Schritten. Auf diesen ersten Stufen des Gymnasiums Berger vor fast 60 Jahren. Das akademische Jahr hat in den USA schon begonnen. Deswegen konnte Timothy O'Malley bei uns nicht dabei sein von der Notre Dame University. Aber ich grüße ihn. Er ist uns zugeschaltet. Ich werde ihn Tim nennen, denn in den USA kennen ihn alle mit dieser Kurzform. Er ist Jahrgang 1982. Er ist
Professor an der Universität Notre Dame in Indiana, wo er Direktor für Bildung am McGrath Institute for Church Life ist und akademischer Direktor des Notre Dame Center for Liturgy. Er deckt ein breites Spektrum ab. Auf dieser Bühne hier in Rimini begrüße ich Monika Scholz-Zappa, die Dozentin für Sprachwissenschaften und Kulturwissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau ist und deren Interessen sich konzentrieren auf Themen, die verbunden sind der Intersemiotik und der kulturellen Anthropologie, Sprachphilosophie und philosophische Anthropologie. Und als letzten Carmine De Martino, den viele hier kennen als Dima, der ordentlicher Professor für Moralphilosophie an der Universität Mailand ist. Und seine Forschungsarbeit, sein Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit der Philosophie von Husserl, der Ontologie von Heidegger, der Pragmatismus und die philosophische Anthropologie. Und wir haben ihn gebeten, uns einzuführen oder für diejenigen, die ihn schon kennen, zu vertiefen, das pädagogische Genie von Don Giussani. Gehen wir nochmal zu Don Giussani zurück, der die ersten Stufen des Gymnasium Bergers heute verdanken viele von uns auf der Welt ihm viel. Er war bewegt von der Zuneigung zu den Schülern, von der ersten Schulstunde in Religion an. Er erklärte ihnen sofort in diesem Moment seine Absichten. Ich bin nicht hier, damit ihr das als eure Ideen ausgibt, was ich euch lehre, sondern ich möchte euch eine Methode lehren, eine wahre Methode, um die Dinge zu beurteilen, die ich euch sage. Und die Dinge, die ich euch sagen werde, sind eine Erfahrung, die das Ergebnis einer langen Vergangenheit sind, die 2000 Jahre alt ist. In Bezug auf diese Methode ist von vornherein die erzieherische Methode von Don Giussani gekennzeichnet. Bis dahin, dass 2023 angelegentlich des 100. Geburtstags von Don Giussani hat Papst Franziskus etwas Unverwechselbares gesagt. Don Giussani, so sagte er, hatte eine einzigartige Fähigkeit, die ernsthafte Forschung, Erforschung des Sinns des Lebens vorzuschlagen, wo im Herz des Jugendlichen erweckt wird seine Sehnsucht nach Wahrheit. Die Sehnsucht nach Wahrheit. In dem allerersten Text, den Don Giussani veröffentlicht hat, 1956, vor allen Dingen ein Phänomen kennzeichnet den vibrierenden Impuls. Es ist das Phänomen der Sehnsucht, die den Impuls des Menschen kennzeichnet. Das Fleisch geworden ist in der Art und Weise, wie Gott von sich selbst ich gesagt hat. Deswegen steht in dem Vorwort der neuen Ausgabe des religiösen Sinns ein Text von Jorge Bergoglio. Der Mensch, der seine Sehnsucht zensiert,
dem erscheint die Rede von Gott abstrakt und esoterisch. Eine Verehrung, die überhaupt keine Auswirkung auf das Leben hat. Deswegen kann man nicht über Gott reden, wenn nicht davor die Asche wieder, die Glut unter der Asche wieder entfacht wird. Diese tiefsten Fragen verborgen liegen. In diesem Sinn hat an diesem 15. Oktober der Papst anerkannt, dass Don Giussani ein Vater und Meister war. Ein Diener der tiefen Unruhe, die er traf in den menschlichen Situationen. Die Kirche anerkennt seine pädagogische Genialität und seine theologische Genialität. Das stand auch am Ursprung dieses Titels, was der Papst gesagt hat. Deswegen wollten wir diesen zentralen Aspekt hier zum Thema machen, diesen zentralen Aspekt des Lebens und des Vorschlags von Don Giussani. Und das ist übrigens auch eines der entscheidenden Themen der Gesellschaft von heute, die Erziehung, eine Herausforderung, die alle angeht. Aber wie viele sind sich dessen bewusst? Wie viele von uns erinnern sich, dass 2019 Papst Franziskus diesen großen Vorschlag eines Erziehungspakts machte? Er hatte anerkannt, dass das etwas ist, was uns alle angeht, alle Institutionen, öffentliche wie private. Paradoxerweise scheint die Pandemie diese Initiative verborgen zu haben. Was dann aber explodiert ist als das Problem unserer Gesellschaft. Wie können wir erziehen? Deswegen haben wir drei Persönlichkeiten gebeten, die sich in verschiedener Form die erzieherischen Vorschlag von John Giussani kennengelernt haben, uns zu erzählen, uns zu sagen, zusammenfassend zu berichten, worin die Arbeit besteht, die der Papst als genial bezeichnet. Fangen wir mit Tim O'Malley an, den ich 2019 in Chicago getroffen hat, bei einer Begegnung, einer Konferenz über das Leben von Don Giussani. Und welche Auswirkungen hat für ihn die Lektüre des Buchs Der religiöse Sinn von Luigi Giussani gehabt, wo er die Originalität einer Methode entdeckte, die für die katholische Erziehung in seinem Land entscheidend sein könnte. Vielen Dank. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht bei euch in Rimini sein kann. Ich wäre gerne angereist, aber unser akademisches Jahr hat schon begonnen und ich habe 260 Studenten, die darauf warten, dass die Lektionen diese Woche anfangen. Und ich muss genau mit Ihnen und ich könnte jetzt nicht über die Pädagogik von Giussani in Rimini sprechen und nicht mit Ihnen im Unterrichtsraum sein. In der Tat möchte ich genau mit diesen Studenten beginnen. Sie haben Angst, dass jede einzelne Prüfung, die Sie ablegen, über Ihre gesamte Zukunft entscheiden wird. Sie haben Angst vor dieser Zukunft selbst und Sie befürchten, dass Sie keine Liebe oder Freundschaft finden werden, die Sie durch Ihr Leben tragen wird. Diese Angst prägt Ihre sozialen Interaktionen, Ihr Engagement im Sport, in Außerunterrichtsaktivitäten und Ihr Streben nach einem Studium. Das ist zumindest ein Teil des Bildungsnotstands, in dem wir uns befinden. Eben diese Angst, dieses Gefühl der Beklemmung, das Schüler bereits in der Schule im Alter von 6 oder 7 Jahre befällt. Was passiert da und was können wir dagegen tun? Seit ich zum ersten Mal Don Giussanis Das Wagnis der Erziehung gelesen habe und auch Der religiöse Sinn, sind sie für mich von grundlegender Bedeutung, wenn ich über die verschiedene Bildungskrisen nachdenke. Im Folgenden möchte ich drei Aspekte von Giussanis Gedanken hervorheben, die diese Krise erhellen und vielleicht einen heilsamen Weg zu ihrer Bewältigung bieten. Erstens, unsere Bildungssituation lässt uns die Fähigkeit verlieren, die transzendenten Fragen zu stellen. Zweitens,
ist die gegenwärtige Bildungskrise eine Krise der intellektuellen Obdachlosigkeit. Die jungen Menschen verfügen nicht über eine kohärente und daher existenziell bedeutsame Tradition, die ihnen einen Sinn für ihre Existenz gibt. Drittens scheint die gegenwärtige Bildungskrise die Möglichkeit menschlicher Freiheit auszulöschen, unsere Fähigkeit zu handeln und dadurch Kulturen zu schaffen, in denen Freiheit gelebt wird. Also erst zu dem ersten Punkt. Erstens stummt unsere Bildungssituation unsere Fähigkeit ab, transzendente Fragen zu stellen. In seinem Werk Der religiöse Sinn beschreibt Giussani die religiöse Fähigkeit des Menschen wie folgt. Der religiöse Faktor stellt die Natur unseres Ichs dar, insofern er sich in bestimmten Fragen ausdrückt. Was ist der letzte Sinn der Existenz? Oder warum gibt es Schmerz und Tod? Und warum ist das Leben letztlich lebenswert? Oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, woraus besteht diese Wirklichkeit und wozu ist sie da? Der religiöse Sinn liegt also in der Wirklichkeit unseres Selbst auf der Ebene dieser Fragen. Er fällt zusammen mit der radikalen Auseinandersetzung des Selbst mit dem Leben, die sich in diesen Fragen zeigt. In den folgenden Kapiteln im religiösen Sinn zeigt Giussani verschiedene Möglichkeiten auf, wie wir die Frage entweder entleeren oder sie auf eine Ideologie reduzieren können, die uns vom Abenteuer der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit entfernt. Wenn ich dieses Werk meinen Studenten beibringe, fordere ich sie oft auf, darüber nachzudenken, auf welche Weise sie die Frage entleeren oder eine ideologische Reduktion vornehmen. Im Gegensatz zu Giussanis Kontext in Italien der 1980er Jahre leiden meine Studenten nicht in erster Linie an philosophischem Atheismus oder an der Anhänglichkeit an eine kommunistische Ideologie. Sie leiden an etwas ebenso Lähmendem, nämlich an der Unfähigkeit, über den Sinn dessen nachzudenken, was vor ihnen liegt. Oft handelt es sich eher um das, was Papst Benedikt XVI. Als praktischen Atheismus bezeichnet hat. Sie leben ihr Dasein, als ob Fragen nach dem letzten Sinn sie nicht betreffen. Ja, sie wollen einen Job, ja, sie wollen sich verlieben, ja, sie wollen eine glückliche Familie. Aber sie beschäftigen sich selten mit den tieferen Fragen, die damit zusammenhängen. Welche Art von Arbeit würde es mir ermöglichen, ein Leben in menschlicher Blüte zu führen? Was ist Liebe und woran erkenne ich, dass ich sie gefunden habe? Was bedeutet es, eine Familie zu haben und wie könnte sie mit unserer Berufung verbunden sein? Sie sind natürlich in der Lage, diese Fragen zu stellen. Ich vermute sogar, dass ihr Unbehagen oft daher rührt, dass sie die Frage, die ihr Herz bewegt, nicht gestellt haben, zumindest nicht öffentlich. Sie scheinen einfach keine Zeit dafür zu haben, da sie in eine hektische alltägliche Weltkultur eingeführt werden, in der sie einen 20-Jahres-Plan entwickeln müssen, um wirklich glücklich zu sein. Diejenigen Schüler, die am Rande der Gesellschaft stehen, die arm sind oder zu Hause eine schwierige Situation haben, haben noch weniger Zeit, sich mit dem Geschenk der Wirklichkeit zu beschäftigen. Eine pädagogische Lösung für dieses Dilemma ist daher die Entschleunigung. Können wir, anstatt uns an dieser frenetischen, unreflektierten Kultur zu beteiligen, Bildungssysteme schaffen, in denen Kontemplation und Staunen im Mittelpunkt unseres Bemühens stehen? Zweitens ist die gegenwärtige Krise der Angst auf eine intellektuelle Obdachlosigkeit zurückzuführen, auf die Fähigkeit, die Erzählung zu verstehen, das Narrativ zu verstehen, deren Teil wir sind. Alistair MacIntyres Buch After Virtue, nach der Tugend, war eine Einladung, die integrale, ganzheitliche, umfassende Qualität der Geschichte in unserem Leben zu erkennen. Wir werden in Erzählungen und Narrative hineingeboren, das Narrativ der Familie, der Nation, unserer eigenen religiösen Praxis. Aber wenn alle Erzählungen verdächtig sind, wenn es keine Tradition gibt, die unserer gegenwärtigen Erfahrung einen Sinn gibt, werden wir heimatlos. Wir haben keine Geschichte. Dies zeigt sich bei meinen Studenten, wenn wir alte Texte lesen. Die Vermutung, zumindest bei der Mehrheit meiner
Studenten ist, dass alte Texte, und damit ist jeder Text gemeint, der vor mehr als 5 Jahren geschrieben wurde, verdächtig sind. Sie bieten ihnen keinen Vorschlag, über den sie nachdenken könnten, da sie zu alt sind, um sich auf ihre heutige Zeit zu beziehen. Sie haben also keine Tradition, um ihre gegenwärtige Erfahrung zu bewerten, die über das hinausgeht, was sie stückweise in der Schule, in ihrer Familie und in der digitalen Medienumgebung, in der sie zu Hause sind, aufgeschnappt haben. Darüber hinaus sind die Schüler, die in einer Tradition, oft dem Katholizismus, aufgewachsen sind, oft nicht in der Lage, deren Bedeutung für ihr Leben hier und jetzt zu verstehen. Sie sind froh, dass die Kirche einst eine bestimmte Wahrheit gelehrt hat, und deshalb reicht die bloße Tatsache dieser Lehre aus, um sie vor den Gefahren der Moderne zu schützen. Auch hier finde ich bei Giussani eine gewisse Frische, die auf diese Krise in einer Weise antwortet, die sich mit der Kultur auseinandersetzt, anstatt zu einem sektiererischen Unternehmen Contramundum gegen die Welt zu werden. Aus das Risiko der Erziehung. Die Tradition dient dem jungen Menschen als eine Art Erklärungshypothese der Wirklichkeit. Keine Entdeckung kann gemacht werden, das heißt, kein neuer Schritt kann getan werden, kein Kontakt mit der Realität kann von der Person hergestellt werden, außer durch eine festgelegte Idee von möglichen Bedeutungen. Im Grunde gibt die Arbeitshypothese den Menschen Gewissheit über die Positivität ihrer eigenen Bemühungen, ohne die nichts geschieht und nichts erreicht wird. Dies ermöglicht die wunderbare Eruption von Entdeckungen, die wunderbare Abfolge von Schritten und die Kette von Verbindungen, die die Entwicklung oder Bildung eines Wesens charakterisiert. Wer Bildung nur als Lesen alter Bücher oder die Beschäftigung mit gegenwärtigen Problemen versteht, macht einen Fehler. Ja, die Gegenwart ist wesentlicher, integraler Bestandteil unserer menschlichen Existenz. Wir leben streng genommen weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Deshalb sollte ein Student fragen, warum ist es wichtig, Augustinus oder Bonaventura oder Simone Weil zu lesen? Was haben Sie mir zu sagen? Die Aufgabe des Pädagogen, des Erziehers ist es, genau diesen Punkt mit der Gesamtheit seines Selbst, seiner Person vorzuschlagen. Diese Gestalten sprechen zu uns, weil sie uns etwas vorschlagen. Sie verlangen, dass wir uns ein Urteil über die letzten Bedeutungen bilden. Die Krise der großen Bücher oder der Humanwissenschaften in den Vereinigten Staaten besteht derzeit darin, dass man die erzieherische Bedeutung der Tradition vergisst. Die Lektüre von Plato allein wird dich nicht immunisieren gegen diese Vergessenheit. Du musst vielmehr Platon als Arbeitshypothese lesen, als einen Vorschlag, der hier und jetzt zu berücksichtigen ist. Dazu braucht man Erzieher, die nicht einfach nur einzelne Wissensbrocken weitergeben, sondern Philosophen sind, die sich in dem letzten Sinn des Menschseins, die sich für den letzten Sinn des Menschseins interessieren. Solche Pädagogen müssen selbst eine angemessene Ausbildung erhalten, nicht nur um die Geschichte eines bestimmten Denkers zu verstehen, sondern um eine kohärente, in sich stimmige Person zu sein, die selbst aus dieser Arbeitshypothese heraus lebt. Und nicht zuletzt, meine Schüler haben oft das Gefühl, dass sie nicht frei sind zu handeln und die Situation, in der sie sich befinden, zu ändern. In meinem Ehekurs sprechen wir oft über das Hook-up, das Abschleppen. Es ist eine bedeutungslose sexuelle Begegnung, bei der es mehr um den Wunsch nach einer kleinen Verbindung im Hier und Jetzt geht und die eine langfristige Bindung aus dem Gespräch ausklammert. In den meisten Fällen lehnen sie das Abschleppen ab. Sie wollen keine Affäre, aber sie fühlen sich machtlos, etwas dagegen zu tun. Sie fühlen sich machtlos, wenn es darum geht, eine Karriere zu verfolgen, an der sie kein Interesse haben. Sie versuchen, der häuslichen Gewalt oder dem Leid zu entkommen, das sie zu Hause ertragen. Sie fühlen sich festgefahren, sie fühlen sich unfrei. Giussani erinnert uns in der religiöse Sinn daran, dass Freiheit, Zitat, für den Menschen die Möglichkeit, die Fähigkeit und die Verantwortung ist, sich selbst zu verwirklichen. Das heißt, seine Bestimmung zu erreichen und sich ihr zu stellen. Sie ist das totale Streben nach der Bestimmung, Zitat Ende. Das wahre Abenteuer des Lebens besteht darin zu verstehen, dass wir nicht festgefahren sind, dass wir ein reiches Innenleben haben, in dem wir uns eine andere Welt vorstellen können, eine Welt, die von Dialog und Freundschaft geprägt ist und nicht von Gewalt und Schuldzuweisungen. Papst Franziskus spricht in seinem apostolischen Schreiben an die jungen Menschen von dieser Bestimmung als Berufung. Was wir tun, hat einen Sinn. Was wir tun, hat einen transzendenten Sinn. Eine Antwort der Dankbarkeit auf das Geheimnis der Existenz selbst.
Dies ist die Art von Kultur, die wir als Lehrende schaffen sollen. Es reicht nicht aus, von unseren Schülern zu verlangen, dass sie einfach wiederholen, was vorgeschlagen wird. Es reicht nicht, einmal aus, sie zu fragen, was eine bestimmte letzte Hypothese für sie bedeutet. Vielmehr müssen wir sie einladen, mit ihnen das große Abenteuer der Existenz, des Lebens selbst erleben. Als Pädagoge dachte ich besonders auf die Art und Weise, wie meine Schüler mit Ideen zu mir kommen, wie sie das, was ihnen im Unterricht vorgeschlagen wurde, umsetzen können. Sie wünschen sich nicht nur jemanden, der mit ihnen denkt, sondern auch einen Mitstreiter, der sich der Realität stellt. Sie wollen Gemeinschaft. Ist nicht ein Teil der gegenwärtigen Angst unter so vielen jungen Menschen eine lähmende Einsamkeit? Die erzieherische Aufgabe besteht darin, Schulen, Familien und andere Apostolate zu schaffen, in denen wir von Neuem lernen können, dass wir nicht allein sind. Wir sind nicht die Einzigen, die danach streben, unsere Bestimmung zu leben. Gemeinsam können wir das. Wir müssen und wir tun es. Ich danke Ihnen. Danke, Tim, für deinen Beitrag. Don Giussani war wirklich für tausende Personen. Und in geheimnisvoller Weise geht das jetzt auch weiter. Dieser Weggefährte, auf den man sich verlassen kann. Auf dem Weg zur Verwirklichung der eigenen Person hin. Und das ist ein wichtiger Zug seiner Methode. Monika, hilf uns, dieses Wort, das der Papst gewählt hat, um den Vorschlag von Giussani zu kennzeichnen, als pädagogische Genialität. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich gestehe, dass ich ein gewisses Zittern nicht verbergen kann, denn ich weiß, dass ich nicht so sehr vor einem Thema stehe, sondern dass wir vor dem Werk eines Lebens stehen, dem Opfer eines Lebens. Und deswegen ist es berührend, das, was Papst Franziskus anerkannt hat. Es ist in diesen Worten, seine Genialität hat sofort meine Aufmerksamkeit hervorgerufen. Diese Anmerkung von Papst Franziskus ist zentral. Das ist deswegen möchte ich nicht so sehr von der Entstehung einiger Aspekte sprechen, die Pädagogik von Don Giussani kennzeichnen. Normalerweise ist Genie ein Wort, das viele Bilder hervorruft: Originalität, Kreativität, Außergewöhnlichkeit. Und Giussani war wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Und doch ist es so, als ob alle diese Bilder nicht die Vorahnung eines Jenseits unterdrücken können, dass wir in diesem Ausdruck in der Genialität Giussanis entdecken. Es handelt sich, wie Papst Franziskus sagte, um ein Genie, eine Genialität, sich aus einem Charisma entfaltet, das ihm vom Heiligen Geist auf das Gemeinwohl hin geschenkt wurde. Die Frage ist also, was ist die Verbindung zwischen Charisma und Genialität? Wie entfaltet sich ein Charisma? Ein Charisma ist eine Gabe, die Gott nach seinen weitsichtigen und wohlwollenden Plänen verleiht. Aber diese Gabe ist auch ein lebendiger Ruf zu einer Beziehung, zu einer Aufgabe, die in einer bestimmten Form und einem Inhalt Fleisch wird, sich darin verkörpert. Das heißt, sie entsteht aus einem Ruf und einer Antwort. Eine Antwort, die nicht nur am Anfang gegeben wird, sondern das ganze Leben hindurch. Es gibt nichts Mechanisches oder Selbstverständliches bei der Entfaltung, etwa die Entfaltung bestimmter Voraussetzungen. Charisma und Genie und Genialität sind bei Giussani eng miteinander verbunden. Das Charisma selbst, um einen Begriff Giussanis zu gebrauchen, ist selbst ein Ereignis, das nur der Genius erfassen und gestalten kann.
Deshalb möchte ich den Bedeutungshorizont dessen, was für mich die Genialität von Giussani ist, erweitern, um diese Entfaltung als tiefen Dialog, als Tugend und als Freundschaft, als Tugend einer Freundschaft zu beleuchten. Dass eine Freundschaft, in ihrer Wesenhaftigkeit unerschöpflich ist. Von der Genialität Giussanis zu sprechen, bedeutet also vor allem, von einer Lebensweise zu sprechen, von einer Haltung, die wie Giussani 1998 bei der Begegnung der Bewegungen mit Johannes Paul II. In Rom gesagt hat, also eine Lebensweise, die aus einem engen Dialog besteht, jenem lebendigen Dialog, der in seinem Blick spürbar war, wenn er einen Menschen anschaute, um nicht nur zu verstehen, was die Bestimmung dieser Person sein könnte, sondern vor allem, um zu verstehen, was Gott ihm, Giussani, in diesem Moment durch diesen Menschen hindurch zu verstehen gab. Eines der lebendigsten Bilder, die diese Genialität von Giussani beschrieben hat, ist uns von Don Angelo Scola überliefert, als er von Frühlingsgedanken sprach. Um bei dieser Metapher zu bleiben, möchte ich an einen Satz aus Il Senso Religioso, der religiöse Sinn, erinnern, der nicht nur seine Sicht des Menschen zum Ausdruck bringt, sondern der uns das Bewusstsein offenbart, das Giussani selbst von sich hatte, von seiner Genialität, vom Aufgehen seines Denkens und Handels, von seinem Selbstbewusstsein. Zitat: Es ist die Wahrnehmung von mir als ein Strom, der aus einer Quelle entspringt. Es gibt etwas anderes, das mehr ist als ich und aus dem ich gemacht bin. Wenn eine Quelle denken könnte, würde sie auf dem Grund ihrer frischen Blüte einen Ursprung wahrnehmen, von dem sie nicht weiß, was sie ist. Sie ist etwas anderes als sie selbst. Jenseits aller Bilder ist das Paradox dieser Genialität in Don Giussani Gehorsam im Sinne von ob audiere, zuhören und Antworten auf die Stimme eines anderen durch die Worte der Wirklichkeit hindurch, durch den objektiven Ruf der Wirklichkeit der Kirche hindurch. Genialität als Verfügbarkeit, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, auf die man sich ausrichtet, als Armut des Geistes. Wie oft wiederholte Giussani, diejenigen bringen etwas hervor, die selbst hervorgebracht werden. Er hat das selbst am eigenen Leib erfahren. Ich brauchte diese Einsicht, um uns vor Augen zu führen, dass diese Genialität in Form und Inhalt jene Gaben vermittelt, die allmählich hervortraten und durch seine kritische und systematische Reflexion auch zur Genialität eines Gedankens und eines Lebensentwurfs wurden. In der Aktion treffen Begriffe wie Anthropologie, Erziehung, Pädagogik, Didaktik, auch gesellschaftspolitische Vorschläge für die Erziehung treffen zusammen. Aber jetzt, im Zusammenhang mit den Worten des Papstes, möchte ich diese Aspekte in ihrer Entfaltung in Raum und Zeit hervorbringen, gerade in der Entstehung innerhalb einer Beziehung. Ich möchte sie beispielhaft hervorbringen. Ein erster Nachhall, den diese Dynamik des Zuhörens und Antwortens hervorruft, war ein besonderer Blick auf die menschliche Struktur, nennen wir es Anthropologie. Von klein auf zeigte sich bei Giussani eine ausgeprägte Neugier, ein Einfallsreichtum, eine aufmerksame Beobachtung der ihn umgebenden Wirklichkeit. Insbesondere aus den Erinnerungen, die er uns hinterlassen hat, geht hervor, dass einer der lebendigsten Punkte, die ihn geprägt haben, darin bestand, dass er gerade die Frucht einer Beziehung war, die Beziehung zwischen dem alltäglichen Detail und seiner Bedeutung, zwischen dem Besonderen und dem Ganzen.
Als seine Mutter ihn daran erinnerte, für die Menschen in Schwierigkeiten zu beten, als seine Mutter die Schönheit der Sterne mit der Größe Gottes verband, schuf sie eine bedeutsame Synthese, eine Verbindung, eine Religion zwischen dem Ich, dem Selbst und dem Ganzen, zwischen dem Selbst, zwischen dem Ich und Gott. Eine Synthese, die Giussani im Seminar dank seiner Lehrer vertiefen konnte, die ihn anleiteten und begleiteten, um die Verbindung zwischen der menschlichen Vernunft und der Gnade des Glaubens zu vertiefen, zwischen der Frage des Menschen, der Mensch ist, und der Antwort Gottes, der Gott ist. Eine Synthese, die ihre Vollendung im schönen Tag fand, an dem Giussani erkannte, dass diese Verbindung eine gegenwärtige Wirklichkeit in der Geschichte geworden war. Das Wort ist Fleisch geworden. Ein Ding, etwas aus einer anderen Welt in dieser Welt. Genau diese Vision vom Menschen als einem in Christus erfüllten Geschöpf, die tief mit seinem persönlichen Leben verwoben ist, war auch das Gepäck, mit dem Giussani den Zug bestieg, der ihn von Mailand nach Rimini bringen sollte und von dem aus dieser unerschöpfliche Dialog erneut Form und Inhalt annahm. Stellen wir uns vor, dass auch wir in diesen Zug einsteigen und wie in einem Fotogramm den Ort und die Zeit anhalten, in denen dieser Ruf eine bestimmte Form annimmt, die Form einer Aufgabe. Ich sage das auch, weil, also in dem Abteil sitzen junge Leute, die sich schämen, die verlegen sind, über bestimmte Themen zu sprechen. Sie scheuen sich. Es gibt solche, die phänomenal sein wollen und sich über die christliche Geschichte lustig machen. Giussani, wohl nicht nur wegen der Soutane, die ihn in Frage stellte, sondern weil er, heute würde man sagen, am Ball war, hatte beobachtet, er hat zugehört, er hat das Thema nicht fallen lassen. Er nimmt diesen Umstand ernst und erkennt, dass das Problem nicht auf der Ebene der Ethik liegt, sondern auf der Ebene des Bewusstseins. In der Tat spricht er von der Unwissenheit. Er fand sie erschreckend unwissend über die Kirche. Das Problem liegt also in der Unwissenheit. Er hätte eine andere Definition verwenden, ein anderes Urteil fällen können und stattdessen erkennen können, dass das Problem der Zuneigung oder Unzufriedenheit mit sich selbst und seinem Schicksal vor allem eine Frage des Wissens ist. Nochmals, hier entsteht die Intuition und die erzieherische Zielsetzung von Don Giussani. In diesem Sinne vertieft sich diese Absicht vor allem in dem für die Intuition empfindlichen und fruchtbarsten Feld, im Umfeld der Jugendlichen, also in der Schule, in den Pfarreien. Aber zunehmend war es eine Frage, die alle betraf und betrifft. Sie betrifft in erster Linie sicherlich den Lehrer vor seinen Schülern oder die Eltern vor ihren Kindern. Aber sie betrifft auch den Arzt vor dem Patienten, den Kollegen vor dem anderen Kollegen, den Freund vor dem Freund. Sie betrifft den Blick vor Krankheit und Tod. Sie betrifft mich jetzt, wo ich hier vor Ihnen stehe, meine Selbstwahrnehmung. Die Frage, die erzieherische Frage auf der Ebene des Wissens, also auf der Ebene der Erziehung anzugehen, bedeutet sowohl die als Bindung verstandene menschliche Struktur, die Religiosität wieder in den Mittelpunkt zu stellen, aber vor allem die Jugendlichen zur Kenntnis, zum Bewusstsein dieser Bindung zu führen, zum Bewusstsein ihrer Erfüllung, also zu ihrem Selbstbewusstsein. Für Giussani ist klar, dass die Bejahung der Religiosität an sich nicht ausreicht, wenn man nicht zu dem Bewusstsein und den Gründen dafür gelangt, zu dem Bewusstsein jener Dynamik, die den Menschen ausmacht. Als wollte er sagen, dass das Bewusstsein des schönen Tages Teil des schönen Tages ist. In diesem Sinne ist Erziehung gleichbedeutend mit Metanoia, einem Wort, von dem wir wissen, dass es bedeutet, eine Bewegung zu machen, einen Weg zurückzulegen, es zu wagen, über eine naturalistische Sicht des Selbst hinauszugehen und ihm die Würde zurückzugeben, die ihm gebührt. Bindung zu sein. In der Tat ist Metanous
ein Denken darüber hinaus, eine Veränderung der Mentalität, die Wiedererlagung des Bewusstseins dieser menschlichen Struktur als Bindung, das heißt eine Anthropologie, und die Förderung eines Meta-Nus, das heißt eine Bildung eines Bewusstseins des Selbst als ursprüngliche Bindung, ist daher heute eine mehr als notwendige und historische Aufgabe, wie Papst Franziskus sagt, für das Gemeinwohl. Wir schreiben das Jahr 1953 und in einem Gespräch mit einigen führenden Vertretern des damaligen ambrosianischen Vereinigung, sagt Giussani in einer Schule, all diese Betonung und diese energiegeladene Aufrüstung sind sehr richtig, aber wir müssen eine Methode finden, um es zu sagen, sonst wird es nicht verstanden. Wir brauchen eine Methode. Das könnte in paradoxer Weise als eine Strategie im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel aufgefasst werden und somit auch ungeschickt und reduktiv angewendet werden und somit zur Erschöpfung verurteilt sein. Stattdessen hat die Frage der Methode, wie Giussani sie stellt, nicht nur Bestand, sondern sie ist eine Frage, die uns existenziell ergreift. Sie ist auch heute noch interessant, sie hat Bestand. Sie verfällt nicht so sehr, dass ein Papst sie wieder in den Mittelpunkt stellt und uns heute hier versammelt. Warum eigentlich? Was ergreift uns an dieser Methode? Es ist die Tatsache, dass dies die Methode des Christentums schlechthin ist. Es ist das Christentum. Das heißt, nicht nur der Weg, die Straße zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Schicksal, sondern im Skandal der Modalität der Inkarnation gleichzeitig Wahrheit und Leben zu sein. Es ist ein Weg, eine Methode, die Leben ist. Es ist ein Leben, das Methode ist. Es ist diese Gleichzeitigkeit, die uns fasziniert. Es gibt kein Vorher und Nachher. Es ist nicht die Anwendung eines Prinzips, sondern es ist bereits da. Es ist alles ungeheuerlich da. In dem Moment, in dem ich lebe, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine Gleichzeitigkeit, die Giussani nicht nur die Natur der handelnden Personen, den religiösen Sinn und den christlichen Advent, die Ankunft Christi zu erklären suchte, sondern auch die Modalität ihres Zusammenwirkens, wonach jeder einseitige Ansatz, der die Gleichzeitigkeit nicht berücksichtigt, die Möglichkeit eines wahren Dialogs entwertet, eines wahren Genies. So sagte Giussani in einem Interview, pädagogisch gesehen wird die Frage erst angesichts der angemessenen Antwort in ihren Faktoren, in ihrer Wahrheit wahrgenommen. Deshalb zuerst die Antwort, dann verweile ich bei der Erläuterung der Frage. Allerdings, das ist nicht mathematisch. Denn die Frage kann verwirrend dargestellt werden, als Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Es ist ein negativer Aspekt, der vorausgesetzt werden kann. Aber im lebendigen Spiel, wenn die Unzufriedenheit erst einmal festgestellt ist, ist es das Anbieten einer Antwort, die der Unzufriedenheit innewohnende Forderung wahrnehmbar macht. Diese Gleichzeitigkeit ist es, die also von Antwort und Frage wir können erneut also das, dem hat Giussani den Namen Erfahrung gegeben. Es ist das entscheidende Konzept, das heute wieder aufgenommen wird, weil das Wort Ereignis so leicht reduziert in seiner Bedeutung werden kann. Es gibt viele Zweideutigkeiten und deswegen, es gibt viele Missverständnisse. Und deshalb hat Giussani 1963, 10 Jahre nach dieser Intuition, dann nach 10 Jahren Engagement in diesem Bereich auf Drängen des zukünftigen Papstes Paul VI., auch um ihn gerade im Blick auf mögliche Abweichungen zu beruhigen, 3 kleine Seiten geschrieben, die wir jetzt im letzten Teil von das Wagnis der Erziehung finden, in denen er den Kanon einer Erfahrung festlegt. Es geht um Begegnung, Gnade und das Bewusstsein der Übereinstimmung zwischen der Bedeutung der Tatsache, der man begegnet, und der Bedeutung der eigenen Existenz. Was ich zu dem Begriff Bewusstsein der Übereinstimmung zwischen der anmerken möchte, ist,
dass es um die Bedeutung geht, um eine Metanoia, was bedeutet die Bewusstsein der Entsprechung? Das heißt, sich bewusst werden, dass etwas Wahres hervortritt in der Erfahrung und das anzuerkennen. Eine Entsprechung nicht mit der Wirklichkeit als solche, sondern indem man durch die Wirklichkeit hindurchgeht, sodass die elementare Erfahrung, die Grunderfahrung des Menschen zum Instrument dieser Erfahrung wird. Wenn ein Jugendlicher in seinem Leben dahin kommen kann, diese Worte auszusprechen, ich bin du, der du mich schaffst, mit seiner ganzen eigenen Überzeugung, mit seiner ganzen Zuneigung, dann wird er ein Schauspiel sein für sich selbst und für andere. Wie hat Giussani selbst diese Entsprechung und diesen Dialog gelebt? Wie hat er seine Genialität gelebt als Überraschung, als Erfahrung der Unangemessenheit, als Freude und als Gewissheit? Ein Journalist fragte ihn mal, wie definieren Sie sich selbst? Giussani hat geantwortet, und jetzt kommen wir zum Anfang zurück, ich bin ein armer Mensch. Ich verstehe, dass Gott mir viel gegeben hat im Leben. Er hat mir eine Lebendigkeit im Glauben geschenkt, ein Leben in der Kirche, das großartig ist. Und im Licht von all dem sehe ich, dass ich nicht kohärent bin, nicht großzügig. Aber ich kann nicht umhin, enthusiastisch zu sein, begeistert zu sein von dem, was Gott mich hat spüren und begegnen lassen. Danke. Danke, Monika. Monika hat diese Dynamik unterstrichen, die erzieherische Dynamik, die darin besteht, die Jugendlichen zu begleiten in der Entdeckung der Bedeutung. Es ist ein Weg, der lang ist, der aus vielen Etappen besteht. Di Martino hat in diesen Jahren an der Vertiefung dieses Nachdenkens über Giussani gearbeitet. Und wir verdanken ihm ein Projekt der Fraternität von Comunione Liberazione anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Geburt von Don Giussani. Das sind jetzt 3 Bände, die entstanden sind über das theologische, philosophische und pädagogisch-soziale Denken von Don Giussani. Und der letzte Band hat den Titel Einführung in die Gesamtwirklichkeit, der jetzt anlässlich des Meetings publiziert worden ist. Bitte hilf uns in einem kurzen Beitrag, die Schlüsselbegriffe dieses Weges zu verstehen, der anerkannt worden ist als genial, nicht für die Vergangenheit, sondern für die Nützlichkeit, die er heute für unseren Weg hat. Danke für die Möglichkeit. Ich möchte auch versuchen, die wesentlichen Gründe anzuführen für die Genialität im pädagogischen Bereich. Es geht um die Erziehung zum Glauben und um die Erziehung als solche im Allgemeinen. Ich werde 4 Schritte gehen und ich hoffe, dass ich klar sein kann in meiner Mitteilung. Viele von euch kennen schon die Gründe, aufgrund derer Giussani die Theologie verlässt, um dann Religionslehrer zu werden in einem staatlichen Gymnasium. Dank vieler Dialoge bemerkt er, dass die Jugendlichen entfernt sind vom Glauben in einem Italien, das noch total katholisch erschien. Seine Diagnose war, dass an der Wurzel dieser Entfremdung ein Mangel an Vorschlag und ein Mangel an Methode stand, ein erzieherisches Ungenügen, das sich verband mit einer Schwäche der christlichen Verkündigung. Erste Etappe, Giussani stellt die Frage nach der christlichen Methode. Was Giussani beklagt, ist eine Art und Weise, das Christentum vorzuschlagen, die den ursprünglichen Charakteristiken der christlichen Verkündigung nicht gerecht werden. Welches sind diese Faktoren? Das Göttliche ist Mensch geworden.
Ein Mensch, der aß und trank, dem man auf der Straße begegnen konnte, und Worte, die einen von innen veränderten und von außen kamen. Die christliche Verkündigung ist vollständig menschlich, gemäß aller Faktoren der menschlichen Wirklichkeit, die innerlich und äußerlich sind, objektiv und subjektiv. Für Giussani bedarf es der Treue zu dieser Vollständigkeit, die der Verkündigung innerlich und äußerlich und strukturell eigen ist. Und es ist genau diese Vollständigkeit des christlichen Vorschlags, die fehlte. Er hatte also die lebendige Intuition als einer Wirklichkeit des Christentums hier und jetzt und lebendig. Eine Auffassung des Christentums als Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Gott ist Fleisch geworden im Leib von Maria. Und das bleibt als Ereignis in der Geschichte und überrascht uns heute. Unsere Gegenwart hier zeigt das. Das überrascht uns dort, wo wir leben, und trägt das angesichts der Wegbegleitung, die durch Christus geboren ist und bis zu uns gekommen ist, die Kirche, sein Leib, Modalität seiner Gegenwart heute, geschaffen aus Personen in Fleisch und Blut heute. So trifft man heute das Christentum, indem man auf Personen trifft, die ihren Leben geprägt ist von dieser Begegnung, und sodass ihr Leben menschlicher geworden ist, sodass sie sich, dass sich in ihnen eine Verheißung zeigt, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt. Das ist die klare Verkündigung des Christentums in ihrem Kern, und das wird bei Giussani erzieherische Methode in der Erziehung zum Glauben. Wenn man der ursprünglichen Charakteristik der Verkündigung treu bleibt, verändert sich alles. Was vor 2000 Jahren geschehen ist, der menschliche Weg der Apostel mit Jesus, die Begegnung mit ihm, das Erstaunen über seine Gegenwart, die Nachfolge, das Sehen der Wunder, die wachsende Gewissheit in den Jüngern, ihre Frage, wer er denn wirklich sei, obwohl sie ja eigentlich alles wussten über ihn. All das ist nicht nur eine Erfahrung der Vergangenheit, sondern eine Erfahrung, die auch heute möglich ist, dieselbe Erfahrung, dieselben Schritte damals und heute, dieselbe Pädagogik, ausgehend vom Ereignis einer Begegnung, genau wie am Anfang. Wenn Gott, das Geheimnis, Fleisch geworden ist, eine vollständig menschliche Gegenwart, bedeutet das, die Methode ist die Begegnung. Wenn die originären Daten der Verkündigung nicht respektiert werden, dann wird alles eine Metapher oder nur innerlich gelebt. Staunen, begegnen, nachfolgen und so weiter. All das verliert seine Ganzheit und wird verkürzt auf eine Metapher oder auf eine reine Innerlichkeit. Und die Erziehung zum Glauben kann sich nicht entwickeln. Die Erziehung wird verkürzt, zum Beispiel auf Doktrin oder Moral oder auf Modelle, die sozialpädagogisch und psychologisch sind. Zweiter Schritt. Giussani hat eine Revolution in der Erziehung als Ziel. Wenn das Christentum eine Tatsache ist, ein Ereignis, dann weckt das Christentum alle Dynamiken des Menschen auf. Sie treten hervor und werden sichtbar. Eine Pädagogik des Glaubens kann nicht parallel zu einer Pädagogik des Menschlichen sein. Für Giussani ist die christliche Erziehung eine, die die grundlegenden Faktoren einer menschlichen Erziehung in sich trägt und klärt aber auch diese Faktoren. Ich zitiere: Die erste Charakteristik der Erziehung müsste die sein, den Freiheit zu geben, Luft zum Atmen zu geben, den Elementen, die die Natur wie einen Samen in das Sein einbringt, damit dann
die eigene Persönlichkeit hervortreten kann. Erziehen heißt, all dies bei seinem Hervortreten zu unterstützen. Die erste Sorge, sagt Giussani, ist der Respekt, die Aufmerksamkeit, die Treue für diese ursprünglichen Elemente, die die Natur in den Menschen als Samen hineingelegt hat. Sonst bringt man monsterhafte Dinge hervor. Zum Beispiel die Erziehung zum Glauben kann nicht etwas Paralleles sein zur Erziehung zum Menschen. Autorität, Nachfolge, Überprüfung, Gemeinschaft, all das muss zu einer Erziehung zur Menschlichkeit dazugehören, wenn man sie wirklich gut versteht. Deswegen habe ich von einer pädagogischen Revolution bei Giussani gesprochen, im Vergleich zum Panorama, in dem er selbst handelt. Ich zitiere aus dem Jahr 1960. Was uns beschäftigt, ist, die Erziehung als solche zu verändern. Sonst werden wir eine 100% Anstrengung machen, aber nur 0,01% Erfolg. Aber mit einer Erziehung, die die ursprünglichen Faktoren respektiert, das Sein der Person, werden die Resultate mit 100% Einsatz 7, 8, 9% sein, nicht 0,01%. Dritter Schritt, das erzieherische Wagnis. Giussani denkt nach über eine Erziehung, die eben die ursprünglichen Faktoren berücksichtigt. Viele dieser Überlegungen findet man im Buch Das erzieherische Wagnis, das sein bekanntestes pädagogisches Werk ist. Ich versuche jetzt schnell etwas davon zu sagen, weil viele von euch das schon kennen. Und dieses Buch selber zu lesen, wird von Gewinn sein. Erziehen bedeutet für Giussani, ein Individuum in die vollständige Wirklichkeit einzuführen. Das heißt, die vollständige Entwicklung zu fördern, alle menschlichen Strukturen, genauso wie alle Verbindungsmöglichkeiten dieser Strukturen mit der Wirklichkeit. Angesichts dieses Ziels entwickelt Giussani 4 wesentliche Faktoren. Erstens, um zu erziehen, muss man in angemessener Weise die Vergangenheit vorschlagen. Es wäre schön hier bei... ich habe leider nicht genug Zeit, das hier zu entwickeln. Es ist ein erster Faktor, der vor allen Dingen die Verantwortung der Eltern betrifft. Sie dürfen sich nicht von ihrer Aufgabe entziehen. Sie müssen das Erbe mitteilen, den Kindern die Bedeutungen und die Werte mitteilen, die ihr eigenes Leben prägen. Das, wenn in der Familie alles irgendwie gleichgültig ist, dann führt das zu einem radikalen Skeptizismus der Kinder, denn es gibt dann den Verdacht, dass es keinen Sinn gibt. Und das blockiert die Neugier der Kinder. Zweiter Faktor. Wesentlich für den ersten Faktor, den ich genannt habe, ist die Gestalt der Autorität. Die Vergangenheit kann den Jugendlichen nur vorgeschlagen werden, wenn es in einem gelebten Zusammenhang vorgeschlagen wird, wo der Zusammenhang mit den tiefsten Bedürfnissen des Herzens aufgezeigt wird. Das heißt, die Autorität ist etwas, das den Menschen wachsen lässt. Die Autorität in der Erziehung ist für Giussani eine Gegenwart, in der der Reichtum der Tradition sich exemplarisch zeigt, lebendig, bewusst seiner selbst und der Gründe. In der Autorität zeigt sich die Wahrheit eines kulturellen Erbes, sodass die Verbindung zu den ursprünglichen Bedürfnissen des Menschen hervortritt. Man wird man selbst, wenn man einer Autorität folgt, die sich mit den Autoritäten folgt, die sich entlang unseres menschlichen Weges uns zeigen. Das ist eine Methodik, die genau der natürlichen Dynamik menschlicher Entwicklung folgt, sagt Giussani. Dritter Faktor,
Mir die wahre Erziehung, sagt Susanne, sagt Susanne, muss eine Erziehung zur Kritik sein. Bei Susanne ist das Bestehen auf der Notwendigkeit der Kritik absolut wesentlich und immer vorhanden. Es geht um einen Vergleich zwischen dem Vorschlag, den man bekommt, und den ursprünglichen Bedürfnissen, die den Menschen ausmachen, um sich die Gründe, der Gründe bewusst zu werden, die hinter dem stehen, was mir angeboten wird, muss ich eine Hypothese aus der Vergangenheit bekommen, innerhalb einer lebendigen Gegenwart, und die Gründe dafür entdecken. Der Jugendliche muss die Gründe dafür sich vor Augen stellen, sie mit dem eigenen Herzen vergleichen und sagen, das ist wahr, das ist nicht wahr oder ich habe Zweifel. Und so kann er mit der Hilfe einer Wegbegleitung sagen, ja oder nein. So entwickelt sich seine Physiognomie als Mensch. Und Susanne sagt dazu, wir hatten zu viel Angst vor dieser Kritik. Oder wer keine Angst davor hatte, hat sie angewendet, ohne zu wissen, was die Kritik ist. Die Kritik wurde zur Negativität verkürzt, während sie doch in Wirklichkeit der Ausdruck der menschlichen Genialität ist, die eine Genialität ist, um das Sein zu entdecken, die Werte zu entdecken. So zeigt sich der Unterschied, der abgrundtiefe Unterschied zwischen Erziehung und Gleichmacherei, Anpassung, Erziehung und Indoktrinierung. Indem man die Kritik zum Leben erweckt, zeigt sich dieser Unterschied. Susanne hat diese Worte, hat das schon unterstrichen. Die Kritik fügt sich ein in einen weiteren Horizont, den Horizont der Verifizierung, der Überprüfung. Susanne ist da ganz hartnäckig und klar. Ich zitiere, es reicht nicht, eine Bedeutung der Dinge vorzuschlagen. Es reicht auch nicht, eine Autorität zu sein, wenn man es vorschlägt, sondern man muss im Heranwachsenden einen persönlichen Einsatz mit dem eigenen Ursprung hervorrufen. Das heißt, die Tradition muss überprüft werden. Und das kann nur aus der Initiative des Jugendlichen entspringen und aus niemandem anderen heraus. Das ist das wirkliche Problem der Erziehung, den Jugendlichen anzuregen, die Hypothese zu überprüfen. Ohne Überprüfung kann die Tradition nicht zur Überzeugung werden. Und sie kann auch nicht mit vollem Bewusstsein abgelehnt werden. Auch in der religiösen Erziehung, nicht nur in der allgemeinen Erziehung, hat Susanne einen Rationalismus oder Intellektualismus in der Erziehung wahrgenommen, der so tat, als wäre alles schon klar, wenn man die rationalen Gründe geklärt hat, mit ein paar rationalen Formeln. Aber das ist nur der erste Schritt. Was heißt überprüfen wirklich? Sich einsetzen, die Wirklichkeit anpacken, das heißt die ganze Entwicklung des eigenen Lebens anpacken, auf der Basis eines Vorschlags, den man bekommen hat für die Bedeutung des Lebens, den man in einer glaubwürdigen menschlichen Gegenwart wahrgenommen hat, sodass sich zeigt, dass das der Schlüssel für alle Begegnungen wird, in allem, was man im Leben lebt, und so die eigene Erfahrung immer weiter klärt. Es geht dabei als wichtigen Faktor darum, eine Dichte menschlicher Begleitung um sich herum zu haben. Sonst wäre die Kritik nur schwach, wenn man keinen Ort hätte, keine Gemeinschaft, wo das unterstützt wird. Ohne die Dichte einer Wegbegleitung, das ist nicht nur für den Jugendlichen, sondern auch für den Erwachsenen wichtig, sonst wird man reaktiv. Eine Reaktivität, die von der gesellschaftlichen Umgebung gefördert wird. Man muss also, das heißt, wenn man individualistisch oder rationalistisch erzogen wird,
dann wird man zum Opfer der allgemeinen Umgebung. Das kann auch in der religiösen Erziehung passieren. Dieser Individualismus ist auch heute radikalisiert worden im Vergleich zur Zeit von Giussani. Also kommen wir zum Risiko der Erziehung. Die Überprüfung impliziert die Freiheit des Jugendlichen. Je mehr der Erzieher die Freiheit des Jugendlichen liebt, umso mehr akzeptiert er das Risiko und wird nicht ängstlich oder wird nicht desinteressiert sein. Letzter Schritt, Erziehen, das ist die wesentliche Frage für die menschliche Entwicklung. Wenige haben verstanden, welche erzieherische Notwendigkeit Giussani gesehen hat. In einer Begegnung mit Universitätsstudenten sagt Giussani, alles, was menschlich ist, ist Frucht einer Erziehung. Warum? Oft zitiert Giussani André Gide, die pastorale Sinfonie von André Gide. Sie enthält die Geschichte von Gertrud, eine Jugendliche, die verlassen aufgewachsen ist, fast in tierischer Weise, blind, unerzogen. Und so ist sie auch taub. Es ist ein Roman, in dem gesagt wird, der Mensch entwickelt sich in Beziehung, in Kontakt mit dem anderen. Der andere ist so ursprünglich notwendig, dass der Mensch existiert, wie es auch notwendig ist, dass der Mensch seine Wahrheit entdeckt, immer mehr er selbst wird. Die Entwicklung, die Entfaltung des Menschlichen geschieht nur dort, wo es eine Erziehung gibt. Die Erziehung ist der Schlüssel der Vermenschlichung des Lebens. Das grundlegende Problem für die Gegenwart und die Zukunft der Gesellschaft, der Schlüssel für die Entwicklung einer Zivilisation. Doch nur dort gibt es Erziehung, wo es schon Menschlichkeit gibt. Das ist die Kehrseite der Medaille. Die Menschlichkeit ist also gleichzeitig Voraussetzung und Resultat. Eine ursprüngliche Struktur und eine geschichtliche Verwirklichung, eine Bedingung und ein Ergebnis. Das, was menschlich ist, ist nicht nur Ursprung, sondern auch Ergebnis der Erziehung. Und das zeigt den tiefen Sinn der Erziehung und zeigt ihre Notwendigkeit. Ein Individuum, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft entscheiden sich in diesem Raum zwischen Ursprung und Ergebnis. Die strukturelle Notwendigkeit der Erziehung zeigt sich in der Spannung zwischen Menschlichkeit als Voraussetzung und als Resultat. In der Perspektive dieser Überlegungen, dass nämlich die Provokation, in der wir aufwachsen, nicht nebensächlich ist, die Begegnungen, die uns wachsen lassen, sind nicht nebensächlich, und Giussani führt jetzt wieder an, wie wesentlich das Christentum hier ist. Es ist das Ereignis Christi, es ist die geschichtliche Begegnung mit Christi, die Form der Provokation, die in vollendeter Weise unsere ursprüngliche Menschlichkeit in Aktion versetzt. Sie enthüllt in ihrer ganzen Größe. Während sie dem Menschen entspricht, während das Christentum dem Menschen entspricht, aktiviert es das Menschentum. Es geht nicht nur um einen lehrmäßigen Inhalt, sondern eine geschichtliche Erfahrung, die es heute zu leben gilt, die eine existenzielle, konkrete menschliche Begegnung mit dem Angesicht, das die Gegenwart Christi annimmt in der Umgebung, in der ich lebe. Nur wenn es eine Begegnung gibt, die das Menschliche intensiviert, dann kann sich wieder eine lebendige Entdeckung des Christentums ereignen. Davon war Giussani überzeugt. Er war Sehnsucht, Instrument dieser Erfahrung zu sein, und deswegen bat er darum, nicht mehr Theologieprofessor zu sein, sondern Religionslehrer im Gymnasium zu werden. Das ist gut, dass er das so gemacht hat, sonst wäre ich heute nicht hier. Der ganze Reichtum
an Inhalten, die wir gehört haben, das Faszinosum dieses Vorschlags ist nicht verlassen worden. Dem einsamen Versuch einer Verwirklichung anvertraut worden. Gott sei Dank hat dieser Versuch von John Giussani jetzt einen Ort, wo das möglich ist. Es gibt einen Ort, der als seine Aufgabe die Aktivierung dieser Menschlichkeit hat, die sich in jedem von uns findet, eine Aktivierung hin auf die Bedeutung des eigenen Lebens hin, auf die Verwirklichung des eigenen Lebens hin. Ich nehme mir 30 Sekunden, um einen Satz von Giussani vorzulesen, der wie eine große Prämisse, Voraussetzung ist für die ganze Arbeit, die uns heute aufgezeigt wurde, als Arbeit der Erziehung zur Menschlichkeit im Leben und eine Arbeit, die CL, die Comune Liberazione, als Hauptthema vorgeschlagen hat, um die Ferien zu begleiten in diesem Jahr 2023. Und das fließt alles wieder zurück in das Ereignis des Meetings von Rimini. Giussani sagt dazu, und das fasst, glaube ich, den Vorschlag von Giussani zusammen, fangen wir an zu urteilen. Das ist der Anfang der Befreiung. Wenn wir Erwachsene werden wollen, ohne an der Nase herumgeführt zu werden, ohne entfremdet zu sein, Sklaven anderer zu werden, instrumentalisiert zu werden, dann müssen wir uns angewöhnen, alles mit der eigenen Grunderfahrung zu vergleichen. In Wirklichkeit schlage ich damit eine Aufgabe vor, die nicht leicht ist, die sogar unbeliebt ist. Wir müssen das wissen, wir müssen uns dessen bewusst sein. Normalerweise wird alles angepackt gemäß der allgemeinen Mentalität, die gefördert wird von denen, die die Macht haben. Die größte Herausforderung für die dominierende Mentalität und die auf uns einwirkt, in allem, vom Geist bis zur Kleidung. Die Herausforderung für diese allgemeine Mentalität ist es, dass wir uns zur Gewohnheit machen, alles angesichts unserer ursprünglichen Evidenzen zu beurteilen und nicht einfach aufgrund unserer zufälligen Reaktionen. Was ist das Meeting, wenn nicht ein Versuch, dies zu lernen? Ein Versuch, der immer verbessert werden kann. Ein Versuch, zur Gewohnheit und vertraut zu machen, was uns in der Gesellschaft nicht mehr vertraut ist, zu urteilen. Und das, sagt Giussani, ist der Beginn der Befreiung. Des Ichs von der Gleichmachung, von der Entfremdung. Wer zufällig oder bewusst auf dieses Meeting von Rimini gestoßen ist, wie kann er nicht verstehen, wie wertvoll das ist, dass es so eine Wirklichkeit gibt? Und diese Wirklichkeit des Meetings kann nur leben, wenn es hunderte, tausende Freiheiten gibt, die erreicht werden von diesem Ereignis hier und die das als eine Verheißung für sich selbst empfinden. So sehr, dass es auch das eigene Portemonnaie berührt. In aller Freiheit, indem man in aller Freiheit spendet, einen Beitrag, der wesentlich ist, damit diese Wirklichkeit hier existieren kann. Das ist Teil dieses Anfangs der Befreiung. Ich lade euch also ein, das, was ihr könnt, zu spenden an diesen Punkten mit dem roten Herz, Dona Ora, am Meeting. Es ist ein Geheimnis, dass dieses Meeting immer weiter existiert, immer weiter wächst und immer weiterhin ein Ort ist, wo es diese Befreiung für alle möglich ist. Wer die Themen von heute vertiefen will, dafür gibt es eine Webseite, die die Fraternität von Communion Liberazione geöffnet hat. Und diese Webseite heißt scrittiluigigiussani.org. Dort gibt es alle Schriften von Giussani online. Ich danke Tim, Monika und Dima für ihre Beiträge. Gutes Meeting.
Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Yes. Innanzitutto non è un modo di sentire. Okay, wonderful. Thank you so much. Non solo si tratta di un fatto. Yes. Di un avvenimento. Thank you. Bye bye. Ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.